Hallo, ich bin's, die Heike Winkler. Ich bin auch Trainerin bei TSV Wittenau. Diesmal sind wir privat und nicht in der Turnhalle. Ihr seht, ich habe ein Handtuch und wir machen heute was mit dem Handtuch. Alles, was wir jetzt machen, könnt ihr auch auf dem Stuhl mitmachen. Wir fangen an mit Mobilisation, mit Handgelenke und Schultern und danach Kräftigung, Beine, Arme, Hände und Rücken. Wir fangen an. Hüftbreit aufstellen. Wir haben das ganze Handtuch ganz locker in unserer Hand. Und dann setzen wir die Fersen auf. Und dann drehen wir ganz locker das Handtuch ein in einer Richtung. Bauch ist fest. Dann andersherum. Und dann drehen wir nochmal in eine andere Richtung, bis es wieder zusammengedreht ist. Und dann wieder in die andere Richtung. Und nochmal zurück. Und nochmal die andere. Wir wechseln andere Hand. Bauch ist fest. Das in einer Richtung eine ganze Weile. Schön dein Handgelenk benutzen. Und andersherum. Nochmal auf zur anderen Richtung. Es ist eingedreht. Wieder wechseln. Nochmal andersherum. Und locker lassen. Dann öffnen wir und dann schwingen wir, also Handtuch ist ganz locker und wir schwingen hin und her. Komm ein bisschen mit dem Oberkörper nach vorne. Bauch bleibt fest. Und dann schließen wir beide Beine. Wir nehmen das Handtuch doppelt. Komm etwas ganz locker und dann schwingen wir das Handtuch hin und her. Bauch ist wieder eingezogen und wir schauen unser Arm oder unser Handtuch hinterher. Bisschen gebeugte Knie, bisschen locker mitgehen mit den Beinen und dann wechseln wir zur anderen Seite. Schön hinterher schauen. Und jetzt abwechseln nach rechts, nach links. Auch da schauen wir hinterher. Jetzt öffnen wir die Beine. Handtuch geht jetzt, machen wir auseinander. Popo geht nach hinten, tief kommen. Passt auf, dass ihr nicht die Knie über eure Zehe macht. Und Bauch ist fest, Rücken ist lang, Halswirbelsäule ist in Verlängerung. Jetzt geht's. Jetzt werfen wir unser Handtuch nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Und wir lassen das Handtuch hinten. Bleibe geöffnet. Und dass du dich abtrocknen möchtest, machen wir jetzt nach rechts und nach links. Und jetzt gehen wir mit dem Oberkörper schön mit. Und etwas tiefer. Bauch ist immer noch fest. Ein bisschen tiefer.
wir holen uns das Handtuch wieder nach vorne. Nochmal einrollen, bleib in der Grätsche stehen und wir drehen ganz locker. Versucht euer Handgelenk mitzunehmen. Und andersherum. Schön das Handgelenk mitnehmen, Schultern bleiben tief. Und lass dich kurz vorne fallen, ausschütteln. Und komm langsam wieder auf. Und kurz mal die Schultern nach hinten kreisen. Und nach vorne. Und nochmal die Beine auslockern. So, jetzt kommen wir zur Kräftigung. Wir lassen das Handtuch eingerollt und jetzt haben wir Spannung in unserem Handtuch. Und wir kommen nochmal in die Grätsche. Bauch ist wieder fest. Geh mit dem Po nach hinten. Nimm die Arme nach vorne bis zur Stirn und dann drehen wir uns auf und Mitte zur anderen Seite und Mitte. Schultern tief, Bauch ist fest. Wir bleiben in der Mitte. Jetzt machen wir ein U und die Hände schauen nach unten, also Handtuch nach unten Richtung Fußboden. Halswirbelsäule ist Verlängerung, Bauch ist wieder fest eingezogen. Jetzt gehen die Arme auf und ab, schön die Ellbogen Richtung Decke ziehen. Auf und ab, auf, ab. Und wieder nach vorne fallen lassen. Kommen wieder langsam auf. Wir bleiben immer noch in der Grätsche. Jetzt geht's nach oben. Haben wieder Spannung. Gebeugte Knie, Schultern auf, Schultern tief. Und wir drehen uns nochmal nach rechts und nach links auf. Immer wieder zur Mitte kommen. Schön das Handtuch auseinanderziehen und hol es dir nach vorne und wir schließen beide Beine. Jetzt nimm dir das Handtuch am einen Ende und dass du es ausbringen möchtest. Schultern bleiben aber schön tief, nicht den hier machen, sondern schön unten lassen die Schulter. Bauch bleibt fest, dass du wirklich dein Handtuch ausbringen willst. Mir ist es egal, wie du das Handtuch hältst. Du kannst es auch so halten. Ja. Und dann gehen wir wieder zum anderen Ende. Und angelangt. Nehmen wir wieder das Handtuch und wir kommen wieder in die Grätsche. Handtuch ist jetzt vor unserer Brust. Und jetzt gehen wir tief und schön in die Hände. Also Handtuch auseinanderziehen mit den Händen. Knie gehen nicht nach vorne. Dann gehen wir tief, nimm auf, tief und auf. Tief immer abwechselnd. Hoch, nach hinten, hoch, nach vorne, hoch, tief und hoch, tief und hoch. Und schön, Bauch ist fest. Handtuch auseinanderziehen. Und dann bleiben wir mal tief und dann ziehen wir nochmal auseinander und ganz tief bleiben, Bauch ist fest. Ein bisschen schneller, dann rechts, nochmal Mitte und nochmal links und lösen, auslockern,
Komm wieder auf, wir schließen, alles auslockern. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bleibt bitte alle gesund. Tschüss!